Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Florian. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute was ganz Besonderes für euch. Wir sind heute in einem britischen Munitionsdepot. Auch bekannt als 3 Base Ammunition. Genau, auch wieder mit dabei der Florian. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar sind wir heute in einem britischen, also ehemaligen britischen Munitionsdepot. Auch bekannt als 3 Base Ammunition Depot. Genau, auch wieder mit dabei der Florian. Ja, und wenn ihr Bock habt, dann viel Spaß beim Video. So Leute, wir stehen jetzt vorm Tor. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir einen Eingang finden. Hier haben wir noch ein Schild. Wir haben hier Fotografier- und Filmverbot. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt mal, ob wir einen Eingang finden und dann melden wir uns gleich. Ach, hier seid ihr über diesen Eingang seid ihr reingekommen. Weil wir haben ja auch eine Fläche von ca. 1600 bis 1800 Hektar. Deswegen müssen wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwie einen Eingang finden. Wann warten wir hier? Wann war das, wo ihr hier wart? 3-4 Wochen. Ja, okay, dann ist es zugemacht. Dann sind hier auf jeden Fall auch Leute. Weil das da war auch offen. So Leute, wir sind jetzt auf dem Gelände. Hier steht eine Schranke, hier haben wir direkt ein Haus. Wir schauen uns das Ganze mal an jetzt. Ich denke mal, das war hier, so wenn die Autos reingefahren sind, ne? Schätze ich mal, dass es... Nee. Doch, das müsste die Pforte. Die Pforte. Ja, das Ganze ist abgeschlossen mit Klingeln und alles. So, wenn man jetzt hier weitergeht, haben wir hier eine ganze Menge Hallen drauf. Kurz ein paar Hintergrundinformationen. Das Gelände ist ca. 1600 bis 1800 Hektar groß. Wir haben 200 Depots, Plätze und Hallen auf dem Gelände. Sieht man noch richtig die Lampen. Das Geile, wir haben hier kaum, also bis jetzt habe ich noch kein einziges Graffiti gesehen. Was war das hier? Bitte? Was waren das hier so für Häuser? Ich weiß nicht, was das sind. Warte, hier ist noch was. Personalrat. So, hier haben wir noch so eine Art Hallen. Hier wurden wahrscheinlich Fahrzeuge gelagert. Und hier hatten wir dann noch so ein kleines Büro. So eine Art Büro oder sowas, würde ich mal sagen. Tatsächlich sind jetzt zwei Bierflaschen, aber auch mal sieht man auch die alten Vorhänge. Aber kein einziges Graffiti, ist das geil. So, hier haben wir, wie man sehen kann, eine riesige Halle. Aber alles verschlossen. Ich gehe jetzt einfach mal hier den Weg lang und schauen mal, was hier noch so kommt. So, wir sind jetzt an der ersten Halle vorbei und man sieht, da kommt... Oh. Noch ein Gebäude, was von absteht, okay. Und hier rechts haben wir direkt noch eine riesige Halle. Aber sieht auch verschlossen aus. Aha. Sehr geil. Okay, ja, kommen wir rein, Leute. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Alles klar. Das ist doch mal eine Halle, würde ich sagen. Komm mal hoch. Richtig gewaltig, ey, mein Gott. So, die Lampen, alles hängt alles nach oben, als wäre es unangerührt. Das ist geil. Die meisten Sachen sind noch abgeschlossen. So Leute, wir stehen jetzt in einer der riesigen Hallen drin.
ein paar kleine Informationen noch für euch, die ganz interessant wären. Die britischen Streitkräfte, die nutzten das Gelände von 1948 bis 1996, wie gesagt, als Munitions- und Waffendepotlager. Und es war, soweit ich weiß, das wichtigste und das größte Lager in Westeuropa. So Leute, wir haben tatsächlich das erste Graffiti gefunden. Was ist denn das? So ein kleiner Kasten nur, ne? Ja. Da hinten ist so ein Verwaltungsgebäude oder sowas. Ja, das ist, glaube ich, das Verwaltungsgebäude. Der ist auf jeden Fall auch... Kommen wir da rein? Ja, kann man rein. Ja, dann schauen wir uns als nächstes das Verwaltungsgebäude, das vermeintliche Verwaltungsgebäude an. So, hier haben wir das Gebäude. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Oh. Guck mal rechts. Hast du sogar noch die Vorhänge und alles? Also. So. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Eine alte Heizung drin stehen. Hier haben wir die Sicherungen und Heizung, so ein Stromraum. Alles unangerührt. Ja, der Heizkörper. Aber die Wände, Hammer. Idiotenwerk. Soll ich mal kurz hier? Kommt nach draußen oder? Ja, hier. Weiß es nicht. Ist abgeschlossen, wird wahrscheinlich nach draußen kommen. Okay. Sieht aus wie ein Internetkabel. Ja, wollte ich gerade sagen, wie ist das Internet? Ja, das ist ein Internetanschluss. Okay. Ja, es sieht alles schwer nach Verwaltungsgebäude aus. So, hier haben wir diese Vögel auch an den Fenstern. Hier haben wir Duschen. Ein intaktes Klo findet man auch selten. Ganz gut. Funktioniert das die Spülung noch? Ich will es nicht testen. Es wird nämlich laut, wenn es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Okay. Sie riecht es ja noch nicht mal, ne? Als wäre es hier. Hier ist es. Hier ist eine Leiter. Was steht denn hier? Nee. Lava. Ist das das Gelände? Das ist aber, glaube ich, vergessen. Leute, wir haben hier das Gelände. Man sieht vorne hier wirklich, wo wir reingegangen sind. Die paar Gebäude, wo wir waren. Jetzt sind wir hier abgebogen in die Hallen. In die zwei Hallen. Zwei Hallen, und der waren wir drin. Jetzt sind wir hier im Gebäude 10, im Verwaltungsgebäude. Und gönnt euch einfach mal, das ist das komplette Gelände. Was hast du hier? Hier, das sind die ganzen Beleuchtungen. Ey, ist das heftig. Wie cool ist das denn? Guck dir dieses... Ich glaube, das ist nur ein kleiner Teil von dem ganzen Gelände. Das ist nicht, glaube ich, nicht das ganze Gelände. Das alles hier? Das ist nicht das ganze Gelände. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, nur ein kleiner Abschnitt. Merkt ihr mal die Umrisse, draußen ist ja noch die Karte. Mhm, genau. Hammergeil auf jeden Fall, wenn sowas. Richtig cool. Hier ist noch eine kleine Halle. Da baut der Jäger wohl seine Hochstände. Als wir ankamen, war die Feuertonne noch warm. Okay, krass. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja Leute, auf jeden Fall werden wir heute nicht alles schaffen. Und wir werden auch ein eigenes Video nochmal hierzu drehen am helligsten Tag, wo man, denke ich, viel mehr sehen kann. Auch mit Drohne ist geplant. Aber dieses Video dient erstmal als kleiner Einblick. Ich würde sagen, wir nehmen die drei Hallen auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall. Das werden wir uns jetzt noch anschauen. Also wir gucken jetzt erstmal das Gebäude hier oben noch zu Ende an. Ja. So, hier direkt neben diesem Gelände haben wir noch ein Safe. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier steht noch eine Leiter. Hier haben wir noch Plakate. Lösch mal hier. Was haben wir hier stehen?
Feuerlöcher, Januar 2009. Okay. Eine Leiter steht hier im Raum. Und hier ist sogar noch so ein altes. Was war das? PC-Hören. Heizung. Keine Ahnung. Teil mit Rollen. Wie so ein PC, ne? Keine Ahnung. Und das Holz, ne, an der Wand. Hier ist auch nochmal um die Ecke. Ach, das ist so eine Art Rundgang. Kommen wir dann hier wieder an. Dann geht es hier noch rechts lang. Defekt. Mängel. Auch wieder so ein Mängelplan. Was ich halt echt extrem geil finde, ist, dass hier nicht viel kaputt ist. Auf jeden Fall. Und hier haben wir noch ein paar WCs. Sogar der Spiegel ist noch intakt. Hammer. Was war das? Hallo? Das war im Treppenhaus. Hallo? Irgendwo ist ein Licht. Hm. Mach Licht aus. Mach komplett alles aus. Das war ein Auto, okay. Boah, mir geht gerade so die Pumpe. Ja. So Leute, wir sind auf jeden Fall draußen. Das war ein kleiner Schreckmoment. Keine Ahnung, was das war. Ich hoffe, man hört es auf dem Video. Ich glaube, das hört man. Puh. So, hier haben wir noch eine weitere Halle. Guck mal, da konnte man auch rechts, da siehst du den Aufstieg da. Hier war sogar noch mit Schrank und alles. Und hier sind dann die Fahrzeuge, konnten dann die Fahrzeuge rein. Und da rechts konnte man dann noch zu Fuß noch so da oben hoch rein. Ah, da haben wir auch noch Tore. Ja, ja. Die sind alle unten. Ach, hier richtig für diese Bundeswehr-LKWs, die dann da rückwärts reingefahren sind und dann abladen und einladen konnten. Die waren auf jeden Fall gut gesichert. Was haben wir hier stehen? Kammer Section, Autozeit Personal Only, nur für Personal. So, bin ich mal gespannt. Okay, das ist geil, schau mal hier. Was haben wir hier? Einen riesigen Stromkasten. Und noch nicht mal da sind Kabel oder so draußen. Alles noch drin, ich zeig's mal. Alles noch verlegt. Heftig, hier rechts. Was ist das? Irgendeine riesige Maschine. Schau dir das mal an, das ist doch geil. Wasseraufbereitung. Wasser. Ja. Hm? Kammerfilter. Das war Wasser. Mhm. Ganz viele Knöpfe. Phasenkontrolle. Rührwerk. Ja, pH-Messung. Dosieren. Säure. Die Zeit überschritten. Hammer. Natronlauge, Schwefelsäure. Hilf uns sparen. Bitte Licht aus. Und hier? Ja. Automatisches Rolltor. Jetzt sind wir hinter den Toren. Ja. Schaut dir das mal an. Durch die Scheibe bin ich durch. Hm? Ach, da sind wir durch. Kann man durch? Was haben wir denn hier? Genau, alle Kabel verlegt. Hm. Oh ja. Auch noch alle Kabel verlegt. Schau es dir an. Was ist das hier? Batterien? Krass. Sieht so aus wie Batterien. Belgium. Sieht aus wie Batterien.
Kabel, krass. Dasselbe Geräusch. Technischer Betriebsraum, elektrisch, diesmal noch nicht so laut, ne? Komm, geh mal. Hier war dann nochmal in dem Raum selber eine Umzäunung. Warte mal. Nicht, dass ich Nachrichten bekomme. Ich hab kein neues Handy. Ich hab jetzt kein Hinkommen. Hier sind alles leere Räume. Oh ne, hier ist noch was drin. Sieht ja auch gewaltig aus, ne? Was haben wir hier stehen? Wartungsvorschriften, die ist das. Ist hier erschrocken? Ja. Was sind das denn so für Kästen da am Rand? Das war ein Lagerräum. Meinst du? Ja, weil da Sandsäcke. So Leute, hier haben wir noch eine Leiter. Die bin ich jetzt mal hoch. Und hier ist der Lüftungsschacht. Ventilatoren und alles haben wir hier noch stehen. Für den Druckausgleich. Alles klar. Hier haben wir noch WC-Damen und Herren. Und, oh, was ist denn hier? Ich guck dir mal diese alten Waschbecken da an. Diese Kästen noch. Das war's auch von der Halle. Nö. War doch. So Leute, hier haben wir noch eine weitere Halle. Mit so einem riesigen, wenn man es jetzt sehen kann, den Schornstein. Meinst du, man kommt hier rein? Ja, man kommt da hinten nicht rein. Was denn für Teile, die da hängen? Ja, bin vorsichtig. Da oben hast du auch ein Verwaltungsgebäude oder sowas mit drin. Hier rechts haben wir auch noch eine Halle. Wie gesagt, überall stehen ja so riesige Hallen. Perfekt. Alles unangeraut. Bevor? Ach, man sieht, dass das alles leuchtet. Hammergeil. Wohin gehen wir? Boah, ich warte mal, du hast, man hat hier auch noch ein paar Wappen drauf. Und das ist so eine Art, also ein Kran haben wir da oben. Guck mal, läuft mal hier hoch. Da konnte man dann von oben vom Gebäude gucken, wie hier gearbeitet worden ist. Hier liegen auch so ein paar Sachen unten tatsächlich. Und hier diese riesige Halle und hier rechts ziemlich interessant. So einen großen Kran. Guck mal, da oben hängt der Kran noch dran. Konnten hier Sachen dann transportiert werden. Achtung, Explosion. Guck mal hier. Oder? Achtung, Explosion. Vorsicht, Spannung. Also hier ging es überall auf jeden Fall ziemlich zur Sache. Guck mal hier. 10. bis 12. Juli Truck Grand Prix Nürburgring und alles. Twingo! Ja moin. Der alte Twingo, der kleine. Das sind auf jeden Fall die Hallen. Jetzt schauen wir uns bevor wir uns das Verwaltungsgebäude anschauen, schauen wir uns diese Schrift dann noch an. Interessiert mich gerade ein bisschen. Erstes Ende US September 1995. Zweites Ende in Heerungen am 4. Februar 2011. Doch schade. Ja gut, dann schauen wir uns jetzt das Verwaltungsgebäude mal an. Oder was es halt auch ist. Wahrscheinlich so kleine Abstellräume oder sowas. Guck mal hier,
Sicherheitsdusche und alles. Alte Sicherheitsdusche haben wir hier. Waschbecken. Boah. Ja. Ja. LKW. Ja. Ja, mach mal. Was ist denn das? Pumpen wahrscheinlich, ja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Und hier? Hm. Okay. Ach, und hier war dann einfach nochmal so eine riesige Halle. Aber hier haben wir diesen Kran nicht, oder? Das heißt, sprich, wir haben Halle, dann haben wir hier so einen Verwaltungsteil und dann haben wir wieder Halle. Und da kommt man auch nochmal reingucken. So Leute, wir gehen jetzt noch mal kurz nach oben. Boah. Wir gehen jetzt noch nach oben. Müssen wir da raus, um nach oben zu kommen? Ah ja, genau. Und dann müssen wir zurück zum Auto, weil die anderen zwei sind am Auto geblieben, weil denen das ein bisschen zu riskant war, hier reinzugehen. Auch weil wir nur einen kleinen Eingang gefunden haben, so ein kleines Loch halt. Die haben gesagt, dass da ein LKW steht, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, der angehalten hat. Ja, deswegen schauen wir uns das hier oben noch an. Und dann reicht das auch schon. Wie gesagt, wir müssen eher noch mal nach hier, weil das ein Riesengelände ist. Boah, das ist mega. Okay, schauen wir uns oben noch kurz um und dann gucken wir, dass wir hier rauskommen. Wie gesagt, hier. So. Oh ja, tatsächlich. Guck mal hier. Diese alte Bridgestone. Uralte Aufkleber, immer voll interessant. Hier war die Küche, ne? Hier gab es Yam Yam. Ich glaube, hier war WC's. Oh ja, wenn ein Waschbecken nicht reicht. Ach, hier ist ein Waschbecken, was ein Wunder. Und hier haben wir noch Klos, ja, die ganzen Klos. Und hier waren dann die Umkleidekabine und sowas, ne? Hier Sammelumkleidekabine. So Spins haben wir hier, alte Schließfächer. Guck mal, hier so ein voll creepy. So ein Clown. Wieder Schimmel. Hier war dann wahrscheinlich so eine Art PC-Raum und sowas. Und was haben wir an der anderen Seite noch? Ja, die waren auch Schließfächer und sowas. Was war denn das überhaupt, nachdem das ein Gelände für Munition bis 96 war, aber wenn hier noch Kalender von 2009 liegen. Ja, das war's auf jeden Fall von dem Gebäude und wir gucken jetzt erstmal, dass wir runter vom Gelände kommen. Also Leute, nachdem die Briten 96 abgezogen sind, ging das Gelände an eine Stiftung von Nordrhein-Westfalen für Naturschutz, Heimat und Kulturpflege und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, habe ich gerade im Internet herausgefunden. So, jetzt sind wir wieder auf freier Fläche. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein gut paar Gebäude gesehen. Aber es gibt halt noch viel mehr. Ja. Das wird auf jeden Fall mal im Hellen gemacht. Auf jeden Fall auch mal sehr spannend. Das erste Mal hier. Kein Graffiti, alles unangerührt. Das ist richtiger Nervenkitzel. Hammergeil, auf jeden Fall interessant. Wir melden uns erst das nächste Mal, wenn wir im Auto sind. So Leute, wir sind wieder heil im Auto zurück. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein paar Likes da und gegebenenfalls ein Abo. Wenn ihr Bock habt, das Gelände mal komplett zu sehen, im Hellen, per Drohnenaufnahme und natürlich auch per Nahaufnahme, wie wir drinnen rumlaufen, das Gelände halt, also mehr Videos von dem Gelände haben wir, dann schreibt mir darüber auf jeden Fall einen Kommentar. Ansonsten kommentiert trotzdem. Bis zum nächsten Video, danke fürs Zuschauen. Haut rein!